Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video live vom Testserver. Schauen wir uns mal kurz die neuen Champs im Detail an, die jetzt dazugekommen sind. Es sind insgesamt 6 an der Zahl. Wir haben auch einen neuen legendären, der ziemlich krass sein wird, schätze ich mal. Und gehen wir mal drüber, dass ihr auch mal live seht, ein bisschen mit Animationen und etc. Fangen wir an mit einem neuen epischen, und zwar Illsinia. Oder Illsinia. Illsinia designtechnisch ist, also das Schild sieht schon sehr cool aus. So optisch, mir gefällt der Style nicht, aber designtechnisch gut gemacht ist auf jeden Fall. Also die Texturen sind sehr hochwertig. Und als legendärer LP-Held, episch, hat sie gute Base-Werte. Also LP und Defense sind gut, Speed ist okay, passt zum Kit. Also das ist schon mal okay. Gehen wir mal über ihre Skills drüber. A1, 50% Chance, wenn sie getroffen, haut doch einmal zu, ne? Und dann hat sie eine 50%ige Chance, einen zufälligen Buff vom Gegner zu stehlen. Ja, die startet bei 15 Genauigkeit, das ist schon mal nicht schlecht, ist okay. 50% ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. Dann die A2 ist ein AOE, auf 3 Runden CD gebuckt, hat sie folgende Fähigkeit in diesem Skill. Bevor sie angreift, hat sie eine gebuckt 75%ige Chance, einen Blocke Debuffs Buff von allen Gegnern zu entfernen. Und nach dem Angriff hat sie eine Chance von 75% einen Blocke Buffs Debuff auf alle Gegner für 2 Runden zu setzen. Wenn das 100% wären, wären das mega. Aber so, ich würde sagen, ist, ja, ist okay. Ist okay. Ist vom Durchschnitt, ist okay. 100% wären geiler gewesen. Zumindest den Remove, den Blocke-Buff setzen, okay, aber gut. Dann haben wir den A3, der auf 4 Runden CD gebuckt. Applied einen Schildbuff auf alle Verbündeten für 2 Runden in Höhe von ihrer maximalen LP, davon 20%. Das ist immer gut, wenn es von dem LP-Held ist, weil dann einfach Damage, die dann ein höheres Schild bekommen. Und applied einen Stärke-Buff auf alle Verbündeten für 2 Runden. Leider den kleinen, finde ich, für einen epischen, könnte es auch ein Stück großer sein. Aber trotzdem, das ist ganz okay. 4 Runden ist mir ein bisschen schade, ist ein bisschen hoch. Und heilt diesen Champion um 30% ihrer maximalen Lebenspunkte, wann immer ein Schild-Buff applied von ihr wurde. Und dieser ausläuft, entfernt oder gebrochen wird durch einen gegnerischen Angriff. Okay, kriegt sie hier. Also sie bekommt Lebenspunkte. Nicht alle, sondern nur sie. Okay. Okay. Lassen wir mal als okay durchgehen. Dann kommen wir hier zu unserem Paar. Also sie sieht irgendwie, einer hat sie mich an, irgendein Bild erinnert sie mich hier, die Jetni. Ich bin mir noch nicht sicher, was, aber irgendeins erinnert mich das Bild hier immer. Also sie sieht irgendwie so, hat sie so ein Gesicht von irgendwoher, keine Ahnung. Von irgendeinem Film kennt man sie. Also sie sieht irgendwie sehr, naja. Also, ja. Lass das mal so stehen, ist halt ein Mannsweib. Die Fusion haben wir schon vorgestellt. Sie hat 1600 Base-Angriff bei 100 Speed, was ziemlich gut ist. Sie sieht auf jeden Fall alles hier Damage-like, ne? Sieht brutal nach Damage aus. Ist auch so. Wenn die Multiplikatoren gut sind, das testen wir heute Abend live im Stream. Die Skills sind ja bekannt. Sie greift mit der 1 zweimal an, hat eine Chance von 50% einen Stun-Debuff für eine Runde zu applyen im ersten Hit und der zweite Hit hat eine 50%ige Chance, einen Decrease-Defense-Debuff für 2 Runden zu applyen. Für eine A1 ist das okay. Dann haben wir die A2, greift alle Gegner an, ignoriert 20% von jedem gegnerischen Defense und hat eine 100%ige Chance, einen Decrease Defense Debuff für 2 Runden zu applyen. Und dieser Debuff kann nicht resistet werden, wenn Altscore Grimsenhorn dabei ist. Das ist der Partner, das ist der hier, den schauen wir uns gleich an. Und sie haben dann noch eine A3, greift alle Gegner zweimal an und bevor sie angreift, applyt sie einen Crit-Quoten- und Crit-Damage-Steiger-Buff für 2 Runden und sie bekommt einen extra Turn, wenn dieser Angriff einen Gegner tötet, wenn auch wieder Altscore im Team ist. So, jetzt ist die Frage, doppelter AOE ist schon mal nicht schlecht, kommt natürlich auf den Damage an, aber 4 Runden CD, wir werden sehen. Dann hat sie eine Passive, sie applied aber 20% mehr Damage bei Gegnern, die unter einem Schildbuff liegen, safe. Und gegen sie ignoriert komplett Schild, wenn Altscore Grimsenhorn im Team ist. Und das ist natürlich sehr nice, denn Schild komplett ignorieren, das macht aktuell Baron, finde ich schon nicht schlecht. Weil das macht sie mit allen Skills. Sie hat keinen Cooldown, es geht mit jedem Skill, ignoriert sie dann Schild. Oder sie macht 20% Damage mehr an Schild-Gems. Das ist, sie klingt nicht schlecht. Wir können auf jeden Fall... So, kommen wir zu Altscore. Ich muss jetzt kurz pausen, mein Gott, gerade Telefon geklingelt. Kommen wir zu Altscore. Altscore ist der Partner, ein LP-Held, die Base-Werte mit 22.000 LP sind gut und die Defense mit 1, 2, ja, ist auch nicht schlecht. Passt zum Support, er könnte ein bisschen schneller sein, über 100 Speed, aber ja, Monster ist langsam, ne? Groß und schwer, passt er dazu.
Wenn wir die Skills anschauen, die 1 greift ein Gegner einmal an, heilt diesen Champion um 20% des ausgeteilten Schadens. Er sieht jetzt nicht nach Damage aus. Vielleicht macht er auf LP gut Damage, das wissen wir noch nicht. Hat eine 40%ige Chance, gebuckt sind 60, zwei zufällige Buffs, Debuffs auf dem Gegner, um eine Runde zu verlängern. Das ist okay. Die A2 greift alle Gegner an, hat gebuckt, auf 3 Runden CD eine Chance von 100%, zwei zufällige Buffs von allen Gegnern zu entfernen, da es ein AOE ist, passt. Jetzt kommt's aber. Hat eine 100%ige Chance, alle Buffs von allen Gegnern zu entfernen, immer wenn dieser Angriff einen schwachen Hit landet. Wenn Jetni im gleichen Team ist. Das ist ziemlich krass. Denn das ist eine 30% Chance, dass er alle Debuffs von allen Gegnern entfernt. Das ist schon geil. Und applied einen Dauerheilungsbuff auf alle Verbündeten für 2 Runden. Das ist schon ein ziemlich cooler Skill. Dann haben wir noch die A3. Heilt einen Verbündeten komplett. Und applied einen Blocked Damage Buff auf alle Verbündeten auf 4 Runden CD. Na, das ist natürlich richtig geil, weil ich sag nur Clan Boss oder Twin Boss oder Doom Tower. Oder sogar vielleicht Arena, ich weiß es nicht. Dann noch einen passiven. Wenn er angegriffen wird, hat er eine 50% Chance, einen Speed Decrease zu applyen. Und wenn Jetni im Team ist, eine 100% Chance. Das ist natürlich dann wieder so eine Teamsache, die auf jeden Fall für einen Twin Boss spricht, der Speed Decrease zu applyen. Auf jeden Fall ein Block of Damage auf 4 Runden schon mal sehr, sehr nice. Ja, da bin ich gespannt, ob der eher wirklich nur Support ist oder Damage. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir gehen weiter in der Liste. Wir gehen die Liste durch. Dann haben wir die Orkrian Tribes. Grasur Irongood. Ja, der sieht. Das Schild sieht ja wirklich schon krass aus, aber er sieht irgendwie komisch aus. Also bei ihm weiß ich noch nicht, ob das schön aussehen soll. Ich weiß nicht. Also ihr Fallen tut er mir jetzt optisch nicht, so die kleinen Titties hier. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Sein Kit erstmal per se Defense Held. Void Defense Held, gleich mal Alarmglocken an. So, dann gehen wir mal auf die Base-Werte gucken. 19.000 LP fast ist okay. Defense mit 1,3 ist auch okay. Speed ist über 100, ist gut. Und wir haben Resistance mit 14, Accuracy schon mit 20. Okay, Base-Werte sind okay. Gibt bessere für einen Defense-Held, aber die sind gut. So, gehen wir mal auf die 1. Defense Wall. Okay, greift alle Gegner an. Das ist ein AOE. Applied einen Schildbuff auf alle Verbündeten, außer auf diesen Champion für eine Runde. Okay, das Schild. Okay, das basiert nur dann auf der Defense von ihm. Auf der 1 einfach ein Schild. Wow. Wow. Aber das ist krass. Das ist krass. Gut, es wäre jetzt natürlich mit Jetni wieder ignorierbar, aber trotzdem, das ist krass. Das ist schon eine geile A1. So. Dann die A2. Greift alle Gegner an, halt diesen Champion um 10% für den ausgeteilten Schaden. Erhöht die Dauer aller Buffs auf allen Verbündeten um eine Runde. Auf 3 Runden und Max LP Skill. Okay. Der hört sich auch krank an. Okay. So, dann haben wir die A3. Greift alle Gegner an, hat eine 100% Chance, einen Provoke-Debuff für eine Runde zu beplayen. Auch auf 3 Runden CD. Und eine 75% Chance, einen Resistance-Steiger-Buff und einen Defense-Steiger-Buff auf alle Verbündeten zu beplayen. Nee, Quatsch, eine Chance. Er applied einfach ein. Entschuldigung. Er applied einfach einen Resistance-Steiger-Buff und einen Defense-Steiger-Buff für 2 Runden auf 3 Runden CD. Mega. Mega-Champ. Also, das ist ja Hydra-Light pur. Da könnt ihr mit dem fast alleine Hydra machen. Also, allein der Skill ist schon nice als AOE. Der kommt gut mit Heal und allem drum und dran. Dann habt ihr noch einen Provoke drauf mit Defense-Steiger, der sein Damage erhöht. Und wir haben so noch einen passiven. Weil immer dieser Champion angegriffen wird, heilt er alle Verbündeten außer diesen Champion um 70% von dem erhaltenen Schaden. Und heilt um 35%, er heilt nur um 35%, wenn er vom Boss angegriffen wird. Und dieser Effekt hat keinen Cooldown, der ist passiv. Wahnsinn, geiler Passiver. Und wir haben noch einen aktiven auf 4 Runden CD. Applied einen Unkillable Buff auf diesen Champion für eine Runde, bevor er einen fatalen Hit landet. Also so wie Schädelkrone. Ist Schädelkrone. Oder Leorios. Ist natürlich auch geil. Also, ich muss sagen, wow, leck mich fett, er ist fett. Geiler Champ. Also der ist rein vom Kit her mega gut. Und dann noch die große Aura mit 33%. Okay, also das ist auf jeden Fall ein sehr phänomenal gutes Kit. Punkt. Da gibt's nichts. Sehr, sehr geiles Kit. Achso, haben wir noch ein Epic gekriegt hier? Gucken wir mal gerade. Ja, wir haben hier noch Epic. Da haben wir sogar, den brauchen wir nicht. Das ist ein Alter hier.
Ziehst aber Wuska ist neu. So, gucken wir mal. Oh, die Axt leuchtet ja mal geil blau. Der wird sie aus. Was hat er denn auf dem Kopf? Okay. Er sieht auch richtig hässlich aus. Also nicht vom Design her. Das ist echt gut gemacht. Sehr detailliert. Sieht gut aus. So, er ist ein LP-Held, ein epischer. So wie ich das sehe. Orion Tribes grün. 20.600 LP mit 1000 Defense bei 105 Base Speed ist okay für einen epischen. Da gibt es nichts zu meckern. Kommen wir zu A1. Greift den Gegner viermal an. Das ist schon mal geil. Jeder Hit halt diesen. Halt den verbindet mit den geringsten Lebenspunkten um 2%, also 8% Heal seiner maximalen Lebenspunkteanzahl. Das heißt, es ist immer gut, weil dann kann er auf hohe LP gemacht werden. Und derjenige, der die wenigsten Max LP hat, das sind meistens die Devil-Shieler, kriegen guten Heal ab. Und der kann ihn auch gesteigert werden durch Bücher. Ist okay. Dann halt alle Verbündeten um 10% auf wieder seiner maximalen LP und applied ein Counter-Attack-Buff auf diesen Champion auf 3 Runden CD. Okay, wenn das ein AOE gewesen wäre, wäre das absolutes Monster-Skill gewesen, aber so ist es immer okay. Und wir haben ein A3, applied einen Reflect-Damage-Buff und einen Shield-Buff in Höhe von 20% von seiner maximalen Lebenspunkte auf allen Verbündeten auf 3 Runden CD. Das klingt natürlich auch nice. Aktuell gibt es aber wohl ein Problem beim Fire Knight, ne? Dass Reflect-Damage nicht triggert. Das werden wir heute noch testen. Ansonsten wäre der Skill wirklich nice und der perfekte Champ für alle, die wir keine Valkyrie haben. Oder? Testen wir heute auch noch. Und stellt verlorene oder zerstörte Max LP her, wann immer dieser Champion heilt sich selber oder einen Verbündeten. Und die Höhe der wiederhergestellten LP sind 30% von dem Heal. Und das ist gut. Dann verlieren wir keine Max LP oder sie werden wieder geheilt. Das ist mega gut. Geiler Epic. Definitiv ein geiler Epic. So, dann gehen wir weiter. Und dabei Dunkelelfen, da war nichts drin. Das ist alles vom... ich mach kurz mal die Punkte weg hier. Das nervt mich jetzt gerade. Also ihr könnt da alle ignorieren. Das sind keine neuen Champs. Gehen wir zu den Shadowkin. Haben wir Kyogo bekommen. Da ist auch nichts drin. Epics hatten wir auch nichts neu. Nee, denn wir haben noch bei den Sylvan Watchers. Da haben wir Kryodan. So, Kryodan. Ja, er sieht erstmal... Designtechnik, guck mal wieder an. Ja, ist okay. Er hat ein Frostschwert, das ahnt ja schon mal wieder mal typisch was. Gucken wir auf seine Base-Werte. Er ist ein Supporter. Also ein reiner Supporter, der langsam ist. Aber Angriff und Defense beide über 1K ist okay. LP, also das ist okay. Die Stats sind okay. Wenn er supportet, muss er jetzt aber gut supporten können. Gehen wir auf die A1. Und greift den Gegner dreimal an. Jeder hat eine 35%ige Chance, einen Freeze-Debuff für eine Runde zu applyen. Okay. Also wird einer vielleicht sitzen. Dann haben wir die A2, greift alle Gegner zweimal an. Jeder hätte eine gebuckt 55%ige Chance, einen Freeze-Debuff für eine Runde zu applyen. Geht auf 3 Runden CD runter. Okay, das könnte ganz gut sein. Also, wer das Video von mir gesehen hat, weiß ja, dass die Problem-Wave die zweite ist beim Finite Hard Mode 10. Und da ist immer das Problem, dass man damit einen Freeze natürlich das applyen kann, aber macht dann auch weniger Schaden. Das ist die Frage, ob das wirklich zielfördernd ist. Okay. Und dann haben wir einen 3-Runden-CD-Speedsteigerer für alle Verbündeten und einen 15% Termiter-Boost. Das ist auf jeden Fall nice, da man dadurch sein Team langsam machen kann und auch in der Rotation spielt. Und füllt das Rundenmeter von ihm um 5% für jeden Freeze-Debuff, den er applied hat. Okay. Also, wenn wir uns die Champions overall ansehen, ist auf jeden Fall eine gute Pool-Erweiterung. Da ist jetzt kein Champ, der wirklich schlecht klingt. Ich finde die Leggies klingen alle relativ gut, wobei der eine Void natürlich wieder heraussticht. Der wird demnächst also im 10-fach auftauchen, können wir uns sicher sein. Ja, jetzt würde mich interessieren, was haltet ihr von den Champs? Sagt ihr, wow, das ist auf jeden Fall nice. Ob ihr dann von den Champs auch Guides sehen wollt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, weil dann weiß ich, was ich mich fokussieren soll. Also in diesem Sinne, lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video oder am Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.